Wer hat den Bildungsträger? Lange hat sie gedauert. Ja. Meier ist schon allein. Nein, Meier ist nicht allein. Schmal, ja, ein bisschen schmal. Ja, der Bauer auch. Genau. Viele Dinge kamen zusammen. Leben passiert. Und genau, wir waren, zu unserer Entschuldigung, wir waren in Berlin auf der Republika. Das Entschuldigung sich wirklich, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. wird in den Shownotes verlinkt. Gibt einen schönen, finde ich, Beitrag. Ein Stündchen, wo wir den üblichen, ja, üblichen Halbwahrheiten erzählen. auf der Republik. Aber das mit vielen Laden. Mit vielen Laden. Für gutes Feedback, ja, und mit guten Drinks. Absolut. Und vielen natürlich. Das ist ja immer die, sozusagen, unsere Methode, mit dem wir das Publikum gefügig machen, ist ja Drinks. Drinks für die Menge. Auch der Mann ist bewährt. Und genauso fange ich jetzt an. Ich mache nicht Herrn Bauer jetzt gefügig, das weiß ich noch nicht. Es ist nämlich, es ist der 26. Mai 2015. Es ist 11 Uhr morgens. Man sieht das hier drin. Wie man hier drin sein kann, genau, 11 Uhr morgens. Und draußen, wie sich das gehört, es ist 13 Grad und es regnet. Deswegen dachten wir uns, passendes Thema wäre Summer Cup heute. Ja, das sollten wir vielleicht Hamburg. Die ist mir tatsächlich, das, wenn man es ja so sagt, kann das missverstanden werden, weil ich sage, mir ist nach einem Drink, ich trinke nicht so oft vor mit das. Ich habe auch zum Glück gefrühstückt, sonst wäre das jetzt tatsächlich mein. Aber ich dachte, wir starten mit einer kleinen Gin-Empfehlung für die Bildungstrinker. Ich finde es zumindest sehr interessant. Und ich muss gestehen, wir verkaufen relativ viel davon. Ziemlich viel. Das ist sicher das schöne Label, das die Leute sieht. Wie auch immer, es ist auch ein sehr eigenwilliger Geschmack. Ich habe ihn aber probiert. Und? Ich mochte ihn. Aber er ist auf jeden Fall eigenwillig. Was man dazu sagen muss, unfairerweise, ist er brutal teuer. Ich glaube, es ist der teuerste Gin, den wir so im normalen. Also, der liegt so bei 80 Euro der Liter. Ja, aber das ist auch wirklich ein. Du meinst, was so ein bisschen ökologisch wertvolle Farbe, weil da legen sie irgendwie Wert drauf, dass das die Druckerfarbe ökologisch. Ich glaube, auch. Genau, was das ausmachen kann. Also, wir starten mit einem Gin aus der London Distilling Company, mit dem Dodds Gin. D-O-D-D-S Dodds Gin. Cheers. Ralph Dodd. Ja. Ich finde es spannend. Also, wie gesagt, es ist leider sehr teuer. Was ich sehr schön finde, ist, dass hier drauf steht, wo die Bienen herkommen. Genau, was man dazu sagen muss. Es ist ein bisschen Honig mit drin. Was deren eigentliche Geschichte ist, also die London Distilling Company ist, ich glaube, die erste große, also es gibt ja jetzt mittlerweile mehrere Destillen in London, aber das ist so wirklich das erste größere Projekt in dem ehemaligen oder immer noch Industriegebiet von London, Battersea. Das war früher schon mal ein Label, die London Distilling Company, die haben es wieder aufgegriffen. Die machen das jetzt seit 2-3 Jahren, wollen eigentlich Whisky produzieren in London. Aber? Ja, kein Aber. Das wollen wir jetzt nur bei Whisky, muss 4, 5, 6 Jahre warten, bis das was fertig ist. Die fangen, haben gesagt, dann können wir nebenbei noch ein bisschen Gin machen, weil dann können wir schon jetzt Geld verdienen. Und was sie hier machen, so in der Kürze, sie haben, das muss man eben gucken, der eine heißt Christina, also sie machen auf zwei, sie haben einmal einen Copper Alambic, typische Brennblase, 140 Liter, die heißt Christina, darauf destillieren sie einen Teil des Alkohols nochmal mit den Kräutern oder Botanicals. Und den zweiten nennen sie Little Albion, der ist glaube ich wirklich sehr klein, ich habe irgendwo mal gelesen, welche Größe, es ist nicht sehr groß, aber das ist ein sogenannter, hier steht es nicht so. Ein Kalt-Vakuum-Still, nennen sie das. Das heißt, da wird im Vakuum, dann natürlich, weil es bei Vakuum mit relativ geringer Temperatur funktioniert, ich weiß nicht wie, 34, 40, 50 Grad, haben sie einen anderen Teil der Botanicals und holen sozusagen den Geschmack bei niedriger Temperatur heraus und behaupten natürlich, dass das ein besonders tolles Verfahren ist. Auf jeden Fall ist das Produkt, finde ich, ganz gelungen. Sieht gut aus, ist teuer, manchmal ist teuer auch einfach gut. Ich finde es interessant, also jetzt haben wir Fenty Fever Tree drauf. Genau, das ist ja meine nächste Frage, weil der Honig kommt auch super gut. Fever Tree finde ich hier wirklich gut. Keine Angst, wir reden nicht schon wieder über Gin, obwohl das stimmt gar nicht, worüber wir jetzt wieder auch ein bisschen was mit Gin zu tun. Ja, aber schon mal kleine Kaufempfehlungen, wenn man viel Geld für guten Gin ausgeben möchte, nicht immer nur das Preiswerte, nicht immer nur die Value for Money sucht, sondern auch mal den, wie soll ich sagen, wie ist denn das englische Wort für teuer, aber auch gut, weiß gar nicht. Aber das hier kostet Geld, hat aber auch einen Aha-Effekt, finde ich. Manchmal ist teuer auch gut und manchmal ist gut auch teuer. Wahre Worte. Ja. Wahre Worte. Und die Flasche ist halt auch echt schön.
Und wie gesagt, alles so nachhaltig und für jede Flasche pflanzen wir einen Urwald und ganz viel Versprechen, die hoffentlich auch eingehalten werden. Also eigentlich sind die ganz sympathisch. Ich habe noch leider keinen kennengelernt von den Jungs. Irgendwie hört sich aber alles gut an. Es gibt eine Menge Quatsch. Das würde ich mal auslisten aus Quatsch. Brauchbar und bildungsringtauglich einlisten. Dieses Fläschlein. Dots. Gin steht drauf. Das ist Gin. Warum auch immer. Gut, aber eigentlich wollen wir... Als eine. Bitte? Jetzt wieder viermal, ne? Gin. Gut. Viel hilft viel. Benannt nach Ralf Dotz, dem einen, ich glaube, das war, wenn ich es richtig verstanden habe, einer der ehemaligen Teilhaber der London Distilling Company, der in seinem ganzen unternehmerischen Leben immer Pech hatte. Erst war er ein Ingenieur in London und hat irgendeinen Tunnel unter die Themse gegraben, der ewig lange gedauert hat, viel, viel Geld verschlungen hat und dann ist er irgendwie eingebrochen und damit war er pleite. Dann hat er es irgendwie wieder hingekriegt, dass er auf die Füße gefallen ist. Dann hat er mit zwei Kollegen diese London Distilling Company gegründet, die dann auch erfolgreich wurde, irgendwann 1800 irgendwas. Und dann haben die anderen beiden aber rausgedrückt, weil er schlechte Verträge gemacht hat. Also irgendwie, er war nachher der Verarmte. Und ihm zu Ehren, also die Jungs, die das neu gegründet haben, haben in den Geschichtsbüchern gegraben und haben festgestellt, dass er eigentlich, der arme Kerl, eine Menge gemacht hat, aber immer nur auf die Fresse gekriegt hat. In welchen Geschichtsbüchern findet man das? Wahrscheinlich so wahrscheinlich geht man einfach ins Archiv und liest dann in alten Zeitungen. Wenn es also, ich schätze, in London ist das sehr gut dokumentiert. Und ich gehe mal davon aus. Vielleicht ist auch ein bisschen lügen, aber ich habe es irgendwo gelesen bei denen auf der Webseite. Ist nicht ganz, also dafür, dass er 49,9, das finde ich ganz lustig, statt 50, Volumenprozent hat, also ein Mü unter Proof. Geht es bei 50 nochmal extra Steuern oder so? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist er dafür sehr mild. Und also dann aber doch natürlich mit einer gewissen, wie Herr Kapp ist dann, mit einem gewissen Punch versehen. Nicht schlecht. Und jetzt komme ich auch langsam rein. Ich hatte, wie gesagt, der Start heute Morgen war hart, aber wenn das Benutzen sich im 10 Uhr verabredet. Nee, das war nicht die Härte da. Ich hatte irgendwie den Morgen war schon. Es ging früh los. Wir wollen reden über Summer Cut. Und das haben wir sogar schon auf der Republika getan. Im kleinen Maße. Ja, über Pimmskraut. Genau. Und ich werde jetzt nicht so die ganze Geschichte des Pimms wiederholen. Zumal ich sie aus der Republika falsch erzählt habe. Wegen Datum habe ich durcheinander gekriegt. Ich habe irgendwas verwechselt mit. Egal. Auf jeden Fall. Viel die Leute auf die. Da nee, ich glaube, irgendwas habe ich statt 1819 und bla bla bla, ich weiß gar nicht. Ich habe es nur immer wieder gehört und dachte, okay, war nicht ganz richtig, so jung ist er nicht. Kurze Geschichte, Pimms Cup sagt, ne, Mr. Pimms, früher Oyster, eine Oyster-Bar in Zentral-London im Bankenviertel besessen und hat so ein bisschen die bessere Gesellschaft bewirtet. Das war also schon ein teures Haus. Und er hat angefangen, seine beliebten Hausaperitive, die er, den Pimms Cup hat er erfunden, und zwar war das auf der Basis von Gin und dann mit einer geheimen Mischung an, wie das immer so ist, Kräutern und irgendwelche Botanicals und vielleicht auch Wein oder man weiß nicht ganz genau. Diesmal ohne Kokain, genau. Hat er sozusagen den Alkoholgehalt vom Gin etwas gemindert, ein bisschen mehr Aroma reingebracht und das Ganze mit frischer Limonade aufgegossen. Und sehr ungewöhnlich dekoriert mit viel Gurken und Früchten, Sommerfrüchten, also uns im Sommer. Und dieser Hausdrink wurde sehr beliebt. Und irgendwann hat er noch Flaschen gefüllt. Und dann hat er haben irgendwann angefangen, die anderen Lokale drumherum wollten es auch kaufen. Und dann hat er angefangen, so ein Guerilla-Marketing-System mit irgendwelchen Fahrradfahrern, die Dinge auf der Straße verkaufen. Und es wurde sehr erfolgreich. Event Warrior. Genau, und dann hat es jemand anders gekauft und groß gemacht und. Irgendwann ist es bei Guinness gelandet vor einigen Zeiten in den 70ern und hat irgendwie keinen mehr interessiert. Wobei Pimms, glaube ich, so eine der großen englischen Traditionen ist, zumindest trinkenderweise. Und dann wurde Guinness an Diageo verkauft und jetzt ist bei den großen. Das. Ja, die haben es dann sozusagen, das war mitbringsel. Aber die haben es ja wieder groß gemacht. Die haben Interesse. Und jetzt ist es so im ganzen Revival, ist es seit Jahren wieder steigend. Ich bin mir nicht sicher, ich wollte das eigentlich nachgucken, habe es natürlich wie üblich vergessen, ob sie den Alkoholgehalt gesenkt haben. Jetzt ist es aber 25%, ich war mir nicht sicher. Da kannst du nehmen bei Pimms Google. Number One, ja. Pimms Number One, das ist der. Genau. Es gab bis zu 6. Hier ist die Basis Gin, bei den anderen waren sie verschiedene Alkoholiker. Bei Nummer 3 war es zum Beispiel Brandy und den haben die jetzt wieder neu aufgelegt, allerdings noch mit anderen Gewürzen, die da früher noch nicht drin waren. Oder irgendwas ist da jetzt drin, was da früher nicht drin war.
Also in Nummer 3, Pimps Nummer 3, gibt es Happy zum Winter. Da ist die Basis Brandy und Gewürze. Da war noch ein Elfen dabei. Was, hier, was ist jetzt mit drin, was früher nicht mit drin war? Und die habe ich in Eckstadt noch nie probiert. Okay. So, ja. Kann ja so, sollte man noch nicht so viel zu sagen. Ich habe jetzt 170, war 60 Proof bei knapp 32%. 32, das meine ich. Früher hatte er mehr, jetzt ist er 25, ja. Egal. Auf jeden Fall ist es eher natürlich ein bisschen der leichte Sommerdrink. Und was ihn berühmt gemacht hat und auch zu den, also er ist einfach berühmt geworden in der englischen Gesellschaft, vielleicht oder gerade deswegen, das weiß ich nicht, in ihm wurden immer Gurken, also der Drink wird mit Gurken serviert, Gurken schalten. Die machen den Drink, gerade wenn er ein bisschen länger steht, natürlich extrem frisch, das kennen wir vielleicht vom Hendrix Tonic, die haben es eigentlich daher geklaut. Also Hendrix ist ja deutlich jünger als dieses Produkt. Und diese englische Tradition des Gurkensurfs kommt eigentlich von Pimps oder von den Summer Cups. Und schau, hier so die alten Pimps-Flaschen. Also die alten. Ja. Wie gesagt, wer mehr über Pimps, noch zwei, drei, so viel mehr habe ich da gar nicht erzählt, aber auf die Republik haben wir darüber gesprochen. Und was man hierfür also wissen muss, eigentlich ist es ein ganz einfaches Getränk. Es ist, wenn das Wetter nicht gerade 13 Grad und Regen ist, ja, sondern dem Mai entsprechend für Juni, sollte man als Bildungstrinker eventuell in der Stufe 1 eine Flasche Pimps zu Hause besitzen. Denn was passieren kann, ist, dass das Wetter gut ist und man denkt sich, wir gehen picknicken. Oder wir gehen in den Park oder wir machen irgendwie, wir hängen heute Abend an der Alster oder was man sonst auch weiß. Dann muss man ja nicht immer den Sixpack Bier mitschleppen. Genau, dann könnte man ja sagen, ich mache es ein bisschen sophisticated, weil Pimps auch ein klassisches, finde ich, ein Pitcher-Getränk. Also es gibt ja nicht, gibt nicht so viele, wo ich sagen würde, da geht Pitcher gut. Aber bei Pimps Cup, finde ich, kann man das durchaus sagen. Und da sollte man, wie gesagt, gut, vielleicht ein gekühltes Fläschchen haben. Und man, wenn man es jetzt ganz einfach machen will, wie wir es auf der Republika erklärt haben, dann nochmal 2 Liter Sprite dazu kalt stellen, Zitronen klein schneiden, Äpfel, Gurken, Erdbeeren, alles was man reinhaben will, Minze kann man auch noch reingeben. Das nimmt man mit an die Außenalster, dann hat man vielleicht die Karaffe, Eis rein, die Früchte rein. Und dann das ist schon sehr sophisticated. Das ist sehr sophisticated, oder? Würde ich auch sagen. Das ist in der Tat sehr sophisticated. So ein kleines Picknickdeckchen kariert, man sieht es schon, oder? Natürlich keine Plastikbecher, vielleicht noch so ein... Nein. Nein, vielleicht so... Vielleicht das feine Geschirr. Natürlich. Das feine Porzellan. Absolut. Mit Hüten und Bändern im Haar. Vielleicht sollten wir... Nee. Bildungspicknick. Ich wollte sagen, Bildungspicknick aufrufen starten. Ja. Ja, wegen einem Sonntag. Hashtags. Hashtags. Okay, dann müssen wir noch drüber nachdenken. Also total sophisticated, aber mit Hashtag. Genau, sophisticated, aber mit Hashtag und mit Tweet. Tweet und Tweet kann man da auch sozusagen, das lässt sich in verschiedenen Richtungen spielen. Ein beliebter Schreibfehler, jetzt endlich wahr geworden. Kauf, ja. Tausche D gegen T. Haben wir. Genau. Und vielleicht können wir dann schon mal die Bildungstrinken-Picknickdecke in Auftrag geben. Ich glaube, wir denken zu weit. Extra sophisticated. Wir könnten dieses schöne Tapetenmuster einfach an die Decke. Stimmt, obwohl das ist vielleicht nicht so die klassische Picknickdecke. Naja. Egal. Auf jeden Fall, das ist Stufe 1. Aber wenn wir über sophisticated reden, dann geht es eigentlich darum, dass man das mit frischer Limonade macht. Und ich glaube, damit fangen wir mal, dann können wir es mal probieren. Frische Limonade ist kein Geheimnis. Ich weiß gar nicht, ob wir es nochmal erklären sollten, aber... Besser ist es, weil besser im Deutschen gibt es die Verwirrung zwischen Lemonade, Limonade, Soda und... Okay, also das muss man so für den Sommer wissen, wie man das macht, weil das ist auch nicht schlecht. Also frischen Zitronensaft pressen und wir mischen das immer ungefähr 5 Zentiliter, ich verwechsel immer Zentiliter, Milliliter, 5 Zentiliter, mehr als Barkeeper, 5 Zentiliter, lustig, oder? Du kommst nicht so auf PCL-Berührungen, verstehe ich. Ja, bei uns sind alles durcheinander, da muss man zweimal nachdenken. 5 Zentiliter und 3, also 5 Zentiliter frischer Zitronensaft und 3 Zentiliter und wir nehmen hier flüssigen Rohrzuckersirup von Moni. Am Ende des Tages muss es von der Abstimmung süß und sauer einfach so sein, dass es einem gefällt. Also sie sollte erfrischen, aber natürlich nicht so sehr, dass einem alles aus dem Gesicht gezogen wird. Ist das nicht diese doppelt süße Rohrzucker hier? Ich glaube, Monin ist irgendwas sowas von 1 zu 2 oder sowas. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher. Weil es gibt ja auch welchen, der nur 1-1 ist. Ja. Und am Ende des Tages muss man es einmal abschmecken, ob es einem gefällt, dass das süß-sauer Verhältnis ist. Oder du machst das einfach selber. Den Zucker, ja. Zuckersirup ist jetzt echt in jeder Mensch's Möglichkeiten. Und dann sagt man in der Regel, dann hat man diese Mischung an Süß und Sauer, Zitrone und Zucker. Und man sollte einen Teil davon haben und 3 Teile stark
kohlensäurehaltiges Wasser drauf geben, sprich Sodawasser. Ich mache meistens ein bisschen weniger. Das ist jetzt 8 cl. Und wenn ich jetzt ein Fläschchen in 20 cl, dann ist es so 1 zu 2,5. Aber ich habe jetzt zweimal gemacht, deswegen muss ich zwei Flaschen drauf geben. Ja, man hat aufgepasst. Sehr gut. Wir bereiten uns hier Limonade vor, denn wir haben Großes vor. Wir müssen viel Pimsen. Spricht das sich schon von Pitchern? Genau. Ich habe schon mal Pitcher vor. Technisch gesehen ist das ein Rührglas, kein Pitcher. Ja. So. Frisch gemachte Limonade. Sehr einfach. Damit rennt man natürlich auch auf jedem, oder wird man auch der Gewinner jedes Stadtpark-Picknicks natürlich, wenn man das mitbringt. Das macht es eigentlich einfach. Man hat in der einen Thermoskanne frisch gemachte Limonade und hat dann noch sozusagen ein bisschen gekühlten Pimps mit. Ich wollte gerade fragen, wie das dann aussieht, wenn man damit so fünf Tanks hat. Wie normales Picknick. Entschuldigung, wie gehst du? Ich frage mich jetzt, wie Herr Bauer das Picknick. Ich dachte an so einen kleinen Picknickkorb und nicht einen großen Wagen. Und jetzt wird es ganz einfach. Man nimmt sozusagen seinen Pimps. Und auch hier liest man oft ein Verhältnis von 1 zu 3. Dieses Knacken ist so schön. Ein Teil Pimps und drei Teile frische Limonade. Das passt jetzt hier schon nicht mehr ins Gesicht. Genau, ich mache mal ein bisschen weniger. Ich bin eher so ein 1 zu 2 Freund. Hätte ich gar nicht erwartet. Ich weiß. Ich weiß. So, und gießen wir es mal so auf. Wir müssen etwas Luft lassen. Einmal schon ein bisschen. Und das kommt dann wollen wir noch fleißig dekorieren, bitte. Genau, jetzt kommen die Unmengen an Deko. Genau. Ich muss dazu sagen, das wird enttäuschen, weil im Le Lion, ich habe gerade in unsere Obstschublade geguckt und ach Mist, Erdbeeren haben wir ja nie. Also ich muss einen Bauern... Äpfel habe ich da, natürlich. Granny Smith für den Acharon-Cocktail. Etwas Orangenzeste, Zitronenscheibe, Gurkenscheibe haben wir reingegeben. Dann kommt jetzt ein bisschen... Äpfel hier noch. Und ich habe natürlich alternativ zur fehlenden Erdbeere habe ich noch Preisebeeren. Dank des Prince of Wales hier in diesem Lokal. Wir haben so ein bisschen gerettet, was die Beeren angeht. Es geht immer so um rote Beeren. Wir brauchen einen guten Drink mit Erdbeeren, damit es eine gute Entschuldigung fürs Lyon gibt, Erdbeeren vorzuhalten. Genau. So. Hier ist aber auch die Vase noch richtig auf. Ja, ist auch hübsch. Ist auch hübsch. So, Herr Bauer. Pimska. Ich sollte es vielleicht gleich swingen. Ich sollte es vielleicht gleich swingen. Genau, bitte einmal swingen. Für unsere Freunde vom Bildungstrinken. Herr Bauer und ich sind immer im stetigen Wettkampf. Es gibt ein App, das heißt Zwick. Ist es G oder Q? G. Ne? G, ja. S-W-I-G. Das machen zwei Jungs aus New York, die ich ganz lustig finde und letztens auch besuchen durfte. Das ist sozusagen das Instagram für Trinker. Das gibt, da gibt es nur Bilder hier. Dann bitte führe mich, dann sieht Harry mich auch noch. Hier wieder einmal. Ja, warte. Dann geht es darum, man kann Bilder hochladen. Von seinen Drinks, wo man, von seinen Drinks, wo man trinkt. Und man kriegt für immer, wenn man neue Drinks anlegt, kriegt man mehr Punkte. Und wenn man bestehende. Ich hatte das Prinzip noch nicht verstanden. Ja, ich auch nicht. Ich habe noch nicht auf jeden Fall ist der Bauer natürlich ein großer Freund der Gamification. Und es gibt jeden Monat ein Leaderboard. Das heißt, wer am meisten trinkt und hochlädt, ist oben. Und Herr Bauer ist jetzt froh, dass er neuerdings immer vor mir steht. Also in den guten Monaten habe ich die beiden Gründer und dich ausgestochen. Ja, das spricht für mich, da bin ich einfach ein guter Gastgeber. War oft bei uns, weil ein Großteil deiner Shots kommt. Also Boostbar Berlin sehe ich oft. Ja. Und Le Lion allerdings auch. Brooklyn Burger Bar taucht auf. Ja. Ja, ja. So, hier. What are you drinking? Pimps Cup Nummer 1, Le Lion Style, without Strawberries. Ich führe da jetzt keinen neuen Drink für ein. Nicht würdest du mehr Punkte kriegen? So ja, nicht das Punkteschindens. No Strawberries. Auf Disqualifikation. No problem. Bitte? No Strawberries, no problem. Ich kann dich jetzt sogar taggen, was mich das auch was. Ach stimmt, das kann man neu. Oh. Ja. Das geht auch. Also wer sozusagen in den Ring steigen möchte mit den Bildungstrinkern Bauer und Meier, ist eingeladen, dem App Zwick beizutreten. Zwick.co heißt er, genau. Und sonst im iTunes-Fall. Das ist ein komischer Pinguin, der so eine
Flasche ja. auf dem Rücken hat. Nee, eindeutig ist einfach ein großes S. Der hat ein Martini-Glas in der Hand und einen Rucksack auf dem Rücken. So ist es auch. Ist das so? Ich habe keinen, also weiß nicht. Aber, ne? Ach, Android, ach, es gibt neues auch eine Android-Version. Neuerdings. Oder keep it up, you're in 4 points. Mhm. Welche Position des Leaderboards? Leider nur 3, weil Betty gerade sehr aktiv ist. Und zwar, also Harry Raymond ist einer von den Gründern. Weil du gehst dann 160 Punkte hier. Also wird, glaube ich, jeden Monat genullt. Ne? Ja, das wird immer anfangs mal zu null und ich, trotzdem. Er hat einen Old Pearl, ganz viele Bier-Sachen. Das ist schon. Der klaut wahrscheinlich Bilder von anderen Usern. Das kann er wahrscheinlich, weil er den Code hat. Dann ein Pale Ale beim Fischen. Also ja, ne? Trotzdem schon App, postet Dinge. Es ist also herrlich unnütz, diese App. Das macht schon wieder Spaß. Es ergibt konkret keinen Sinn, deswegen. So. Aber jetzt dieses wunderschöne Ding. No so. Strawberries, no problem. Ich hatte mal Strawberry, ich dachte so. Wenn wir schon Früchte servieren in den Drinks, was wir normalerweise auch nicht machen, können wir Stroh haben. So, Pimps Cup. Könnte sich wirklich vorstellen, es wäre jetzt schönes Wetter draußen. Ja. Also wenn es jetzt nicht, ich wollte gerade sagen, minus 13, das ist bestimmt ein bisschen aber 13, ja. Das ist normal, das haben wir gewettet. Ist auf jeden Fall schon frisch. Ja. Bisschen sauer, aber gut. Jetzt habe ich meine Limo, aber ich gleich probieren. Nö. Aber das Lustige ist ja so, weil süß und sauer, das ist ja so eine der Geschmäcker, wo jeder so ein bisschen unterschiedlich ist. Ne? Ja, ich finde das auch ist einfach frisch. Also, ja, okay. Ja, das, ja. So. Sehr einfach zubereitet und eigentlich so ein Aha-Effekt. Man hat natürlich hier die Gurkenscheibe drin, gerade im Pitcher-Service wird das natürlich mit der Zeit extrem dominant. Aber eigentlich draußen auch gut, weil erfrischend. Gurken ist ja so ein erfrischender Ton. Irgendwann kann es nerven, so geht mir das immer mit Hendrix Gin Tonic, wenn ich so den dritten mit zu lange ist. Irgendwie, also ich mag Hendrix, aber wenn sich das zu oft und zu lange an einem Abend, irgendwann will ich die Gurke da nicht mehr drin haben. Aber das Lustige ist, als wahre Bildungsträger können wir es eigentlich wieder vergessen. Vergessen Sie alles, was Sie sagen, weil man muss sich natürlich vor Augen halten, das ist ja auch nicht schlimm. Pimps ist der Vorreiter, das große Original, the one and only, aber irgendwie jetzt auch so ein großes Massenprodukt. Klar, der Mac muss wieder groß wurde. Der Alkohol wurde ja auch zahlreich abgesenkt, es wird gefährlicher. Wie auch immer, es ist einer der ganz großen, nichts verkehrt dran, aber irgendwie sind wir auch immer auf der Suche nach dem Besonderen. Also es ist ja schon mal gut, über Pimps Bescheid zu wissen. Nur, dass man sozusagen im Sprachduell auf der Picknickdecke nicht daneben liegen muss. Aber dann ist es natürlich viel interessanter, wenn man dann die Pimps-Alternativen hervorholt. Also wenn jetzt sozusagen der gehasste Nachbar, mit dem man sich zum... Die Familien haben sich zum Picknick verabredet, einmal im Monat. Ich kenne die Situation, ich mache sowas nicht. Aber dann schaut man einfach zurück und sagt, Pimps Cup. Und genau, und er hat dann den Pimps Cup und man denkt, er ist ein ganz großer und jetzt... kommt man und sagt, boah, super Pimps und so, kennst du eigentlich schon Zipfels? Nein, der Nachbar ist erledigt. Zips Miss Summer Cup. Crying out for lemonade and fruit. Crying out? Steht drauf. Zips Miss sollte dem geneigten Genussnicker bekannt sein, ist ein sehr zu empfehlender Gin-Produzent. Mittlerweile. Ja, stimmt sogar, ja. Ich vergesse das immer. Ja, das wird dann Wort gemacht, ja, auch noch zu ja, richtig. Gut, dass wir den Herrn Bauer hier haben. Wenn ich auch noch was. Ja. Und wir haben ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben schon mal empfohlen, den VJOP. Ja. Ja, ist hier auch so ein Mittlerweile, was erschreckend ist, weil der fast 60% hat, so ein Bestseller geworden. Du hast dir das Papier nochmal zu herangezogen. Ja, ich weiß auch nicht. Und es geht natürlich darum, dass man weniger trinkt und damit besser. Ja. Und Zipfelmiss macht seit 3 Jahren oder 4, ich bin mir nicht ganz sicher, du bist erstmal bis vor 3 Jahren gehabt. Machen sie diesen Summer Cup. Und das ist richtig gut. Das finde ich noch 3 Spuren interessanter als Pimps. Habe ich 4 gesagt. Das Schöne ist ja, wenn man jetzt den Eimer Zitronenlimonade fertig hat, wie wenig fertig. Jetzt ist das ja ganz einfach, jetzt kann man hier Pimps in der Menge herstellen. Das ist aber schon fast ein 1 zu 1 hier. Das Eis liegt anders. Achso. Das Glas ist aber nicht magischerweise größer.
Das Lustige ist, ich lasse jetzt hier mal die Deko weg. Also man sieht ja schon an der Farbe, Pimps ist ein bisschen leichter, ein bisschen rötlicher. Jetzt habe ich gesagt Pimps, Sipsmith, Entschuldigung. Pimps ist dunkel und Sipsmith ist so ein bisschen heller, rötlicher. Der Sipsmith hat 29%, ne? 29%. Und was ich so unglaublich gut finde, ich muss es trinken. Man muss gar nichts reintun. Ich muss es wirklich trinken. Also, das ist toll, glaube ich. Ich mache jetzt hier mal nichts rein, nur in den Vergleichsraum, weil. Also, sie machen, ich weiß nicht, ich habe geguckt, was ist auf Englisch, weißt du das aus dem Kopf? Verbena in Kraut? Eisenkraut. Okay, lustig ist, also, sie schreiben halt, ne, es ist. Summer Cup heißt Basis Gin, Gewürze, sie machen eine Infusion von Earl Grey Tea, kommt damit rein, Zitronen und dann das Eisenkraut, was bei Jarrett Brown im Garten wächst. Jarrett Brown und Taylor Miller. Jarrett Brown ist ja so begleitender Destillenmeister für das Projekt Summersmith. Mein Gott, Sipsmith, ich bin hier da. Es kann doch nicht sein, dass dieser kleine Gin Tonic mich hier so aus der Bahn wirft. Für das Projekt Sipsmith. Und er ist ja vor einigen Jahren mit Anastasia aufs Land gezogen und die haben so einen riesen Garten angelegt, wo sie ganz viele Kräuter anbauen. Mhm. Also angeblich kommt das Eisenkraut nur aus Jarrett's Garten, was ich cool finde. Und was sie aber auch machen, sie geben Gurke hinein. Also sie schreiben infusionieren Gurken, wie immer man das sich vorstellen mag. Was aber interessant ist, deswegen gebe ich hier keine Gurke hinzu, ist, dass er wirklich ganz toll nach Gurken schmeckt. Es ist ähnlich wie beim Martin Miller Westbound Friends Gin Tonic, wo man keine Gurke reingeben muss. Okay, das ist eine ganz andere Nummer. Lustig, ne? Jetzt hast du ja schon so ein Viertelstündchen an dem ersten getrunken. Was gefällt dir denn besser? Das ist ein bisschen Zimtbrot oder so. Also ich finde den Sipsmith Summer Cup brutal gut. Und was ich daran richtig gut finde, es gibt so eine Streitfrage, man redet immer davon, es gibt den Pimps Cup. Das ist Pimps Nummer 1 mit Limonade, eigentlich in so einem Becherchen, Früchte drauf und dann ab dafür. Und dann findet man in vielen Büchern Pimps Ragoon. Und Ragoon ist immer unterschiedlich. Einige sagen, es wird dann aufgeschüttet mit Ginger Ale und andere sagen mit Ginger Beer. Ich bin der Meinung mit Ginger Beer. Was fantastisch ist, finde ich, Ginger Beer sind ja ähnliche Glaubensfragen wie bei Tonic. Einige sagen, das kann man nicht trinken. Und das gibt auch ganz viele, die mögen dieses Fentiment Ginger Beer nicht. Ich bin ein großer Freund. Diese kleinen Flaschen Fentiment Ginger Beer jetzt mit Sipsmith, Summer Cup und so ein Spritzerchen Zitrone, weil wir ja keine Limonade sozusagen gemacht haben. Ich glaube, das wird dir auch gut gefallen. Ich bin gespannt. Du musst nicht alles ausdrücken, keine Angst. Ich bin noch vor. Das ist sozusagen ein, ich weiß nicht, wie man es nennt, oder Pimps Ragoon kann man es nicht nennen, weil es ja kein Pimps ist. Ein Sipsmith Ragoon wie ein Summer Cup Ragoon, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall ist es irgendwas. Und es ist lecker. Hast du mal das Wort mit Ragoon gehabt? Nee. Wie gesagt, Sipsmith schreibt selber auf die Flasche, Mischungsverhältnis 1:3. Ignorieren, 1:2 ist noch besser. Also 1:3, da wird er ein bisschen dünn. 1:3 finde ich noch nicht. Das ist ja das Schöne an diesen 125 Milliliter Flaschen. Man gibt 6 Zentiliter Alkohol und hat dann automatisch die passende Menge Filler, weil es ist 1:2. Ah, okay. Wie nicht ganz unerwartet ist mit Militär, England. Genau, zu tun. Und es ist eine Stadt in Myanmar. Ein bisschen mehr zu tun. Was ist das? Eine Stadt in Myanmar, die
wohl eigentlich Yangon heißt, aber weil die Briten irgendwie das nicht so aussprechen konnten, wollten wir auch mal. Die fünftgrößte Stadt von Myanmar. Ich gebe natürlich jetzt sozusagen der Unverfälschlichkeit halber. Die größte Stadt von Myanmar. Keine Früchte dazu. Mhm. Wir können das nachher noch hübsch nachdekorieren fürs Weg, damit wir nochmal Punkte machen. Mhm. Okay. Ist gar nicht so ein Unterschied. Ja, ich finde, man merkt es doch zum Schluss die Schärfe. Und, aber es ist eine angenehme, ich finde eine angenehme Variante. Ich finde halt, da ist schon auch schon so. Okay, jetzt habe ich Schärfe. Ja. Da ist auch schon so ein Zimtproton, die was um sie herkommt. Die finde ich auch. Der Schärfe ist lecker. Und ich würde sagen, ein bisschen einfacher sogar noch zu machen als Zitronenartig. Mhm. Und jetzt muss man nur noch ein bisschen Zitrone, so eine Handzitrone haben, mit der können wir auch reinquetschen. Und, genau. Jetzt muss man nur noch mit den Kühlboxen auflaufen. Eisgekühltes Fever-Tree. Nichts ist schlimmer als ein warmer Filler, der ruiniert alles. Und das ein Bollerwagen mit trockenem Eis. Genau. Also absolute Sommerempfehlung. Was, also wie gesagt, Pimps ist okay. Man sollte auf jeden Fall wissen, wie es serviert wird und muss es haben. Aber besser ist für zu Hause Sipsmith Summer Cup. Das ist schlimm trinkbar. Sehr erfrischend, sehr gut gemacht. Ich finde komplex, tolle Aromen, sehr, also irgendwie natürlich auch diese Gurkennote. Ich finde es ganz, ich finde es gut. Warum haben die über den Schal drauf? Das, sie haben sich lange überlegt. Also zum einen haben sie die Brennblase, da hat ja oben immer noch Schwarmhals, diese bei Coppers Till oft. Da gab es so eine spezielle Geschichte, was die haben ja die erste Destille sind jetzt ja umgezogen. Die erste Destille war ja in der alten Garage von, das war so ein Bürogebäude von Michael Jackson. Okay. Dem Whisky und Bierpark. Nicht dem, genau. Nicht dem genau. Da gab es irgendwie auch noch so eine Geschichte, dass sie den Schwarmhals oben abändern mussten, weil es gerade eben nicht reinpasste in das Haus, die Anlage. Und da gab es irgendwie Schicksal, deswegen haben sie diesen Schwan so ein bisschen als Logo auch mit aufgenommen, bloß meinen Stand der Dinge. Okay. Und das Wort Sipsmith ist ja, weil sie wollten halt klarstellen, dass sie, das haben wir euch schon mal erzählt, oder nicht? Du machst deinen eigenen Podcast nicht, doch, bei Gin Tonic. Also über, warum sie so heißen? Nein. Ich glaube schon. Vielleicht irre ich mich auch. Ich rede ja so viel, ich weiß es nicht, vielleicht müssen wir gar nicht hier erzählen. Ich nenne jetzt mal Sipsmith Dragon, ja. Ja, aber sie haben, der Name, was sie haben gesagt, wir wollen so eine klassische Berufsbezeichnung in England früher, weil aus wie Hammersmith oder Blacksmith oder das sind ja die echten Handwerksberufe. Wir wollen, was ist denn der Handwerksberuf für Destillateur? Und dann haben sie den Sipsmith erfunden, okay. Sozusagen. Wer sippt. Daran würde ich mich erinnern. Außer ich war betrunken. Das war so eine Aufnahme wie jetzt, also ich weiß nicht, ob sie dazu betrunken sind. So, einen habe ich noch. Und zwar Professor Cornelius Embleford's Summer Fruit Cup. 31,2 Volumenprozent, kommt aus England. Meines Wissens, wenn man mal online geht von diesem Professor Cornelius Embleford, gibt es eine ganze Menge verschiedene Abfüllungen, Dutzende. Der experimentiert ein bisschen mit Gin rum. Der, jetzt muss ich nämlich einmal rübergehen mit dem Namen, ich habe es nicht aufgeschrieben, ich wusste ihn nicht aus dem Kopf. Dessen lese ich den Namen mal an, um ihn einzuladen. Embleford. Der heißt nämlich Ben Eilison. Und meines Wissens ist er irgendwie verbunden oder ein Mitarbeiter oder ein Partner von einem der großen Alkoholversender Englands und das ist Masters of Malt. Ja, so sieht's aus. Da habe ich mich gerade gefunden. Und da gibt es auch mal alle Qualitäten. Und das ist sozusagen, das ist so ein bisschen deren Spiel, wie sie machen ganz viele Experimente. Die haben zum Beispiel so einen Navy Gin gemacht, den sie so eine Mischung aus Cold Component und nach so, also die haben angefangen mit einem Bass Tube Gin, also wie man früher in der schlimmen Zeit preiswert Gin machen konnte. Sie haben einen Bathtub Gin Magnum 1,5 Liter. Genau, also die machen sehr lustige Sachen. Also ich finde, die sind durchaus ein Auge wert für den geneigten Bildungstrinker. Das sind so Jungs, die spielen ein bisschen rum mit, wie haben wir früher Gin gemacht, machen ganz viele verschiedene Abfüllungen, experimentieren ganz viel. Finde ich lustig.
Also ich habe schon ein paar Mal was von denen getrunken, was ich gar nicht, also es ist meist ein bisschen teurer, weil es halt kleine Auflagen sind, aber mein Gott. Trinkt man halt einen, so, so. Einen von den großen weniger und dafür einen besseren. Jetzt kommen wir zu... Er hat einen kaltdestillierten Absinth gemacht und einen fast gereiften Gin. Ja, wie gesagt, der spielt ein bisschen rum. Der Mann hat Langeweile. Rebellion Navy Strength. Farblich würde ich sagen, so in der Mitte zwischen Pimps und wieder ein bisschen mehr. Ein bisschen dunkler kommt der Kollege. Es geht von Professor Cornelius Apple for the Tasting. Was man mir ganz eindeutig rausriecht, darf ich mal. Erinnert, vielleicht riechst du, also vielleicht kannst du mir sagen, woran ich das erinnert. Ich finde, es riecht ganz stark nach Italiener, nach rotem Wermut. Man merkt, dass dieser Cup hat als Basis auch Wein. Oder man sieht, also ich habe es nicht genauer gefunden, vielleicht ist es auch aromatisiert. Ich denke, es ist sowas wie Wermut drin. Mhm. Aromatisierte Wein. Ich habe mit rotem Wermut gar nichts zu tun. Ich finde, eigentlich steht da schon Cinzano oder Martini drin. Also es ist ein bisschen wie wenn man eine Flasche von denen aufmacht. Riecht ganz anders als die Vorgänger. Noch mal eine Geruchsprobe von Sip haben wir ja nicht. Pur. So, ja. Den Pimps lassen wir jetzt weg. Das Industriezeug trinken. Wir machen das Industriezeug. Handcraft. Das ist nur für Notfälle. Ja, das ist okay. Aber es ist nur für Notfälle. Hallo, Angelo, wir mögen euch trotzdem. Also da riecht man so, das von die Gurke fällt mir nicht. Das ist Wahnsinn. Ganz fein. Das hat nicht viel durch. Nee. Gurke ist oben. Macht diese ein bisschen zimtig. Ist da Zimt drin? Oder? Ruf doch mal Jared an. Ich habe übrigens, ich habe ihm letzte Woche eine E-Mail geschickt und habe ihn jetzt auch sogar in Portugal auf der Barshow getroffen. Mhm. Da war er aber ein bisschen kurz angebunden. Weil ich wollte, dass er mir erklärt, wie sie ihn genau machen, hat er leider noch nicht. Er war dann, ja, ich muss das noch beantworten. Vielleicht holt er das noch nach, dann werden wir das ja kundtun. Ich war sehr interessiert, was sie genau machen. Ja. Und ich finde, hier riecht es eindeutig bei dem. Master of Mode Kollegen riecht es ganz stark nach Wermut. Das ist weinig. Früchtig, weinig. Mhm. Also fruchtig und so Waldfrucht und so. Mhm. So, jetzt machen wir unseren Eisdruck. Mhm. Und recht unwissenschaftlich hier so Freihand-Limonade. Das ist jetzt aber Sips. Mhm. Der schmeckt super weich. Ich weiß gar nicht, was Akku drin ist. Das ist jetzt lustig, einmal probieren. Was ist? Hier der Summerflugkopf von Professor Cornelius Ample vor. Ich finde es lange nicht so erfrischend wie Summer Cup. Der ist eher fahrend. Hat so Nelken, Zimt, Wein, herb ist bitter im Abgang. Also für ein Picknick und Entspannen ist mir, glaube ich, zu komplex, zu fordernd. Ja, ja. Aber was hier lustig ist, deswegen müssen wir mal ausprobieren, hier steht nämlich irgendwo oder auf der Website, irgendwo steht immer, den darf man auf keinen Fall 1:3 anbieten, höchstens 1:2. Alles andere sollte man guten Freunden noch nicht anbieten und verstehen. Ich gebe jetzt noch mal ein bisschen nach. Ich verstehe ich euch. Ja, ist mein Mann. Nur damit wir dem Mann gerecht werden und sagen, okay, wir haben es versucht. Einmal im gleichen Verhältnis wie die anderen. Und dann mal so, wie ihr das haben wollt. Aber es ist anders. Wir müssen eine kleine Etiketten dran kleben, so vielleicht noch wissen, was ist. Das kann ich sagen. Das ist Ragun. Ja, ja. Das Etikett sind die Früchte da drin. Ja, du, das. So. Komm hier, Ragun kriegt mit Zitrone. Sipsner Mango. Professor Herbert. Irgendwas. Ja, auch. Es ist besser. Ist besser. Man muss ihn wirklich sehr stark trinken. Das habe ich auch festgestellt. Ich habe erst gedacht, wenn man dann. Ja, schreiben. Nee, das ist wirklich interessant. Aber. Das Lustige ist, ich finde, er schmeckt
Er schmeckt wie ein. Also ich finde einen ganz starken Wermutton. Mhm. Und hinten so eine ganz schräge Bitternis. Genau. Und nicht uninteressant, aber er schmeckt eigentlich wie ein langer Amerikaner. Oder vielleicht wie ein ungewöhnlicher Negroni. Also es gibt so diese Nuance. Hast du diesen Campari-Bitter? Die genau. Und der Wermutton, eigentlich schmeckt das wie, was ist das jetzt für ein Negroni, bitteschön, in groß? Das ist aber ganz geil, so ein Sommer Negroni. Das ist geil, aber ich finde jetzt so ein, ich finde, es gibt zum Schluss so eine pelzige Bitterkeit an der Zunge. Da weiß ich immer nicht, ob sie gut ist oder ob ich ein Wasser hinterher trinken muss. Aber vorher ist es sehr lecker. Aber wenn man den Negroni trinkt, hat man das auch. Ja. Das ist wenn man das stark noch mischt. 30%? Ja. Das heißt, es ist 1 zu 2 gemischt, oder? Jetzt 1, also so 1 zu, ein bisschen so. Also ein leichter Sommerdrink. Ja. Ein Negroni für Wandertage. Auf Gesicht, genau. Das ist ganz lustig. Aber ganz lustig, oder? Dann wird er gut. Und wie gesagt, er schmeckt wie ein Negroni in lang mit ungewöhnlicher Färbung. Aber dieser Abgang ist tatsächlich sehr lang und sehr, also ist nicht schlecht. Nee, aber so ein bisschen pelzig. Aber ist ungewöhnlich. Interesting. Okay. Es gibt noch einen anderen, den habe ich leider nicht bekommen rechtzeitig. Es gibt einen ganz interessanten Gin-Hersteller aus England, der heißt Chase. Ja. Das ist irgend so ein Wahnsinniger, der auch mit allem möglichen rumexperimentiert, mit frischen Früchten und der macht jetzt auch einen Summer Cup. Der war ich auch mal sehr gespannt, der ist leider noch nicht da. Chase Summer Cup, wie der schmeckt. Falls jetzt schon mal jemand getrunken hat, ich bin auf Feedback gespannt. Also Leute, die so eine Schriftart für ihre Labels benutzen, kann ich ja echt. Aber hier sind Erdbeeren, Gurken, Orangen, Minze. Ja, ja. Also das könnte man jetzt ja mal fairerweise alles da reinmachen, wenn es ja erstmal so. Ich glaube, dann wird es richtig gut. To serve, the chapter recommends first half-filling highball glass with the sliced cucumber and orange quartered strawberries and a, keine Ahnung, kann ich nicht lesen. Lightly bruised sprig of fresh mint. Oh, haben wir natürlich auch für dich. Lightly bruised. Ja? Lightly bruised. Dann kann man das auch auf deinem Swig-Foto unterschreiben, was? Carefully combined one part of delicious summer fruit. Two parts of lemonade. Warte. Da machen wir jetzt aber ganz was Feines. Die streichen wir noch so ein bisschen wach. Hast du das gesehen? Mhm. Lightly bruised. Ja, ja. Darum geht's ja. Aber ganz nett aufgeweckt. So. Hallo, Minze, bist du schon da? Hallo, Minzi. So, jetzt mal ein paar Minze dran. So, jetzt kriegst du mal einen Strohhalm. Warte. Mit 2 parts of lemonade und dann kann ich wieder schauen, was. Naja. So, gut. Aber ist nicht lesbar. Also, ich finde ihn nicht schlecht. Das sieht auch gut aus. Jetzt musst du probieren. Also er ist zwingen, verstanden. Liebe Bildungshörer, SWIG tretet den Kampf an gegen Matthias Bauer im Leaderboard. Monat für Monat. Ja gut, die haben nicht so eine... Die sind jung und brauchen das Geld. Ich glaube, die machen noch kleine Einnahmen seit 3 Jahren. Ich weiß echt schon nicht, wie sie es durchhalten. 2 Jahre. Sie trinken, das ist schön klar. Also als sie in New York waren, waren sie fleißig dabei, bestimmt. Ja. Sie fühlen mich um. Harry ist da deutlich aktiver, mein Eindruck. Der andere ist mehr so der Programmierer, glaube ich. Ja. So, haben wir Pouring. Pouring. Aha. Ich finde es schön, dass das Menü, wo ich auswählen kann, ich möchte ein Foto machen. 10 Sekunden. Nee, nee. So, mal. Mit Fläschchen. Mit Fläschchen. Natural Born Poser. Professor Cornelius Amplefors. Ja, schreib das doch mal bitte aus, aber ja. Gucken, wie weit Zwick das zulässt. Naja, auf jeden Fall hier unser Kollege Cornelius bringt mich dann abschließend zu, eigentlich kann man das, wenn man jetzt in Not ist oder so, kann man das auch ein bisschen selber machen. Ich nenne jetzt einfach Professor Cornelius Appleforth Summer Cup. Professor Cornelius Appleforth Summer Fruit Club Summer Cup. Ein bisschen. Ja, oder? Auf jeden Fall. Wenn man das besagte Picknick oder die Gäste oder wie auch immer
zu Hause oder wie auch immer am Sonntag, man kann nicht mehr einkaufen, gibt es heute gar nicht mehr, aber egal. Es gibt keinen Hauptbahnhof. Es gibt nur Tünch, das will man jetzt nicht. Genau. Es gibt Zipschen, das gibt es auf dem Hauptbahnhof nicht. So cool sind wir noch nicht. Man könnte ins Lyon fahren, die helfen natürlich, aber ich will jetzt nicht zu viel sagen. Man braucht eigentlich immer eine gute Bar. Um sich in seiner Stadt eine gute Bar, kann man auch am Sonntag gute Alkohol. Also auch für außerhaus. Also. So, das gesagt. Eigentlich kann man so einen Summer Cup relativ einfach zu Hause machen. Also eigentlich geht es darum, dass es diese würzige Alkohol, also das ist der Alkohol etwas reduziert, oft mit Wein und Gewürzen. Und ich habe das schon öfter getrunken, man nimmt einfach einen Teil Gin, sagen wir mal ein Viertel Liter Gin, und gibt dann ein Viertel Liter Wermut drauf. Ich habe letztens einen gemacht mit roten Wermut. Mancini-Wermut, wie heißt der? Mancini. Sehr tolle Spices. Die haben so eine komische Sonderabfüllung, die ist ein bisschen teuer. Das ist ganz brutal. Ist gut? Jetzt wird super. Ja. Jetzt mit den Früchten gibt Herr Bauer 10 von 10 oder 9 von 10. 11 von 11. Nein, jetzt kommt er nämlich, genau. Das ist sozusagen der Summer Cup für Anspruchsvolle, weil er so eine Dimension hat. Oder wir könnten natürlich anfangen, mal gucken, den Negroni zu haben. Ich glaube, Herr Mangels würde uns dann umbringen. Was ich sagen will, der Pitcher für zu Hause, man nimmt die Gurke, man schneidet Zitronen klein, Erdbeeren, Äpfel, Orangenzesten, gibt das in einen Pitcher, gibt ein Viertel Liter Gin, den man gerne mag. Ich finde ja sowas dann vielleicht auch lustig wie Martin Miller wegen der Gurke oder egal, den man gerne mag, hinein und gibt ein Viertel Liter oder ein bisschen mehr roten Wermut drauf. Stellt das in den Kühlschrank, damit das so ein bisschen durchzieht und kalt wird. Wenn das so ein, zwei Stündchen gezogen hat oder eine halbe und ein bisschen durchgekühlt ist, dann hat man kalte Limonade, füllt das auf und fertig. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz originalgetreu, aber ich habe das schon öfter so getrunken. Das kommt eben sehr nahe. Ja. Man kann das auch noch weiter spicen mit Angostura, mit seinen Homemade Bitters, man kann auch noch Gewürze reingeben. Die Idee ist natürlich einfach, dass man sagt, es hat eine alkoholische Basis, aber es ist Wein und was anderes mit drin und Limonade, es ist also ein leichter Bild. Ist das nicht fast eine Bowle schon? Das ist sowas wie eine Bowle, ja. Aber Summer Cup, das ist ja. Ich glaube, die Grenzen sind fließend. Genau. Ich glaube, die Grenzen sind fließend. Ja. Mein Gott. Genau, also man kann es ruhig probieren. Man muss ja nicht so slawisch stehen. Slawisch oder slawisch? Slawisch. Man muss nicht so slawisch stehen. Originalrezept verhaftet sein. Nur weil irgendjemand. Nein, das denke ich gerade privat sowieso nicht. Also für eine Bar ist immer schon ein bisschen was anderes, wenn der Kunde was erwartet und sagt, so Negroni, sag mal, warum ich erwarte mal so. Dann muss man es zumindest erklären. Wenn ich so Negroni bestellt, kriegst du Gurken reingeschnippelt. Genau, jetzt haben wir die auch mal gucken. Mit Crudités von Gurken. Sie hatten den Negroni-Dip? Ja. Ja, schön. Scheint, gibt es ein Sponsoring-Paket von Hendrix, welche anfangen würde. 10 Kilo Gurken? 10 Tonnen Gurken? Ja, Gurken sind ja tatsächlich so ein Geschäft. Gurken ist ja, ich meine, wer einigermaßen zu Hause kocht, weiß das ja, wie lustig Gurken in den Preisen schwanken. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja, ist jetzt hier kein Thema, aber schon mal nur verdenkt. Aber was interessant ist, die Gurken, die wir meistens verwenden, sind ja diese Supermarktgurken, weil diese gezüchteten Gurken eigentlich relativ wenig Eigengeschmack haben. Ja. Hast du mal diesen Marktgurken probiert, die so richtig nach Gurken schmecken? Also nicht so sehr nach Wasser. Also wir kaufen so Bio, aber ich weiß nicht, was du jetzt meinst im Marktgurken. Es gibt ja diese, ich glaube, es sind einfach nur ältere Gurkenzüchtungen, die halt noch nicht so auf Größe optimiert sind und so. Die schmecken halt viel intensiver. Aber nicht so sehr nach, also Salatgurken sind ja Wasser mit Gurkengeschmack. In fester Form. Und die anderen schmecken halt wirklich so ganz anders, viel stärker, viel intensiver nach gurkiger Gurke. Wahrscheinlich ähnlich wie bei Tomaten, aber bei allem. Na. Das klein. Nicht hier, ne? Was die großen. Groß, klein, groß. Und die kleinen schmecken immer mehr Geschmack, ist immer so. Konzentriert. Ist das eigentlich eine Literflasche? Das ist eine Literflasche. Ja, wir kaufen immer alles in Liter. Ja. Wenn es geht, kaufen wir alles in Liter. Wir sind so alte Kaufmannsfüchse. Ja. Das ist echt ein einfacher. Kann man nochmal 3% rausholen. Ja. Ja, gut. Also in Hoffnung auf besseres Wetter. Ja. Also, wie gesagt, Sipsmiss wird jedem gefallen. Super. Oder wer so ein Negroni-Liebhaber ist, sollte sich den Professor Cornelius Appleford's Summer Fruit Cup bestellen. For the UK market. Mhm. Ja, das kommt von. Ich bestelle das immer bei Masters of Malt. Ja.
Ja. Und Pimps sollte man wissen, wie es geht und dann nicht kaufen. Sondern die anderen beiden. Zur Not, das ist ein Not. Man kann aber auch zur Not mal den Pimps kaufen. Natürlich, es ist gut. Es ist die Geschichte, die haben es erfunden. Nein, nein, alles gut, alles gut. Wir wollen es nicht. War immer spannend, wäre rauszukriegen, warum sie den Alkoholgehalt zweimal reduziert haben. Ja, weil sie alle machen. Es geht ja um, ich habe das sogar noch hier liegen, das wollte ich eigentlich noch empfehlen. Ja, hä? Ich bin mir eigentlich nicht sicher, ob wir das nicht schon mal empfohlen haben. Das haben wir, glaube ich, schon mal empfohlen in einer der ersten Folgen, aber wir können es irgendwie mal erwähnen. Das, ja. Ist halt, ne, das ist ja das, warum man hier auf den Alkoholgehalt reduziert, ist natürlich, der Trend geht natürlich eindeutig zu. Ich will nicht sagen, der Trend, das stimmt nicht, also zumindest nicht bei uns. Aber es gibt natürlich schon so einen Ansatz, dass Leute auch gerne sehr viel Low-Alcohol-Cocktails trinken. Ja, klar, wenn es schmeckt, dann kann man... Und da ist natürlich alles, was Wein oder sowas wie Pimps, Summer Cups, Fortified Wines, Vermouth Port, bla bla bla, Sherry, solche Sachen wie Chinar, Aperol, die haben normalerweise sehr viel Zucker, aber zumindest nicht so viel Alkohol. Und es gibt ein schönes Buch von Diana Sanders, das heißt The Art of the Shim. Shim ist S-H-I-M, Low Alcohol Cocktails. Die kenne ich sehr gut, Diana, die war auch schon öfter hier. Ich glaube, wir sind da sogar mit ein, zwei Drinks drin. Ich glaube, unser Cocktail de Lyon ist drin. Wenn ich mich nicht irre. Es ist ein Drink drin, den ich auch mal sehr schön finde, der Chrysanthem. Das ist Dry Vermouth mit Benediktin und Bitters. Schöner Aperitif. Sind ein paar sehr schöne Drinks drin, Pimps Cup steht natürlich drin, aber auch viele Kreationen von Bartendern aus der ganzen Welt. Ist, finde ich, jetzt so gerade für den Sommer schon interessant, weil es nicht so starke Drinks sind. Okay. Gut gemacht. Bloody Betty. Bitte? Bloody Betty, bitte Giuseppe. Ja. Interessant. Genau. So, ich würde sagen, das war's zum Thema Summer Cups. Ich würde auch sagen, das war's für noch nicht mal 12 Uhr. Puh. Ja, wir haben überlegt, ob wir heute so zur Entschädigung mal zwei Folgen aufnehmen, weil wir nachholen müssen. Wir sind ein bisschen hinten. So deshalb darf ich hier auch immer so ein bisschen abtrinken. Ich muss gestehen, wir werden am Wochenende, wann geht das hier online? So schnell wie möglich, weil wir hinten dran sind. Das ist ja jetzt die Vorrückblick-Folge. Ah ja, verstehe. Okay. Wow, Zeitreisen. Ja. Auf jeden Fall in ferner Zukunft, sprich nächstes Wochenende, werden wir nach Paris fliegen. Wir sind ja gebucht worden als Social-Media-Team sozusagen. Also ich mache schon seit langem für die Jungs von der Cocktail & Spirit, das sind gute Freunde von mir, das ist eine sehr interessante Barmesse. Finde ich eine der schönsten und informativsten und wirklich anspruchsvollsten Messen. Für die mache ich oft was und die haben dieses Jahr wieder angerufen und haben gesagt, da muss der Herr Bauer mit, der ist sozusagen der richtige Mann, den brauche ich da. Partner in Crime. Genau, Partner in Crime für meine Social-Media-Aktivitäten. Man muss da mal online schauen, Bildungstrinker, auf allen Kanälen der Cocktail & Spirits, Twitter, Facebook oder wahrscheinlich auch auf unseren. Wir werden das so ein bisschen quer verlinken. Wir planen ein paar schöne Interviews. Wir werden da alle Neuheiten ertrinken, sozusagen in Regie Bildungstrinken, aber ansonsten auch für die Messe Social-Media-Aktivitäten machen. Trinken, Interviewen, Social Media, choose two. Genau. Ich würde sagen, drei fällt raus. Nun denn. Und ansonsten schauen wir mal, ob jetzt der Alkoholkonsum noch für eine weitere Folge reicht. Wir geben alles. Jawohl. Werde Bildungstrinker bis in Kürze. Aus Paris oder sonst wo. Und gleich erstmal aus dem Löwen wahrscheinlich wieder. Bis dahin. Achso, nee, das war nichts. Wo ist mein Gin Tonic? Hier ist mein Gin Tonic. Genau. Machen wir mal zum Abschluss. Dann ist auch leer. Ja? Jetzt können wir auch Mittagessen. Tschüss. Klang aber auch nicht elegant. Früher haben wir es mal so gemacht, warte. Na, auch nicht besser. Das sind einfach die falschen Gläser, wir haben uns immer. Zu voll. Wir haben immer so Gläser. Tschüss. Ja. Ach, wenn doch nur der Sommer. Vorgestern war so schönes Wetter. Das stimmt.